Was passiert hier gerade? Keine Ahnung, man wird das irgendwie ein bisschen zu eng gerade. Ja, und jetzt? Kann nur eins bedeuten. Was? Instagram Challenge! Hallo ihr, willkommen zu einer Instagram Challenge. Für alle, die beim letzten Mal nicht dabei waren, die können jetzt hier oben hinklicken, denn es funktioniert folgendermaßen. Wir fragen euch jetzt live auf Instagram, was wir kochen sollen und wie genau, und ihr stimmt ab. Und je nachdem, was ihr sagt, kochen wir. Ja, los geht's. Also. Unsere allererste Frage an euch. Sollen wir süß oder herzhaft kochen? Ist ja schon ein Klassiker. Stimmt jetzt ab, schnell. Und jetzt warten wir auf eure Antwort und dann geht's los. So, ihr habt euch für herzhaft entschieden. Juhu! Und jetzt müsst ihr euch überlegen, möchtet ihr Penne oder Gnocchi? Also, jetzt abstimmen. Sieht die Penne nicht. Leute, ihr habt entschieden, es sind jetzt die Gnocchi geworden, aber ganz knapp nur. Super lecker. Jetzt ist die Frage, sollen die Gnocchi in die Pfanne oder in die Auflaufform? Ihr entscheidet. Ohne mir in die Nase zu fassen. Entschuldigung. Und wir warten. So Leute, ihr habt entschieden, die Gnocchis kommen in die Auflaufform, aber nicht alleine. Jetzt müsst ihr überlegen, möchtet ihr Tomate, Spinat und Pinienkerne oder Champignons, Zucchini und Hühnchen? Ihr seid dran. Do it. Es gibt Zucchini mit Fleisch und Pilzen. Und jetzt ist die Frage, mit Sahne oder Tomatensauce? Ihr stimmt ab und wir schnibbeln. Jawohl. Schnibbeli, schnipp, 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 schnipp. Ich glatte das schnell hoch und dann machen wir weiter. Wir könnten ja auch die Zucchini reiben. Nee. Ich schneide das Hähnchen. Ich mach die Zucchini. Geh die mal noch waschen. Hey Leute, und ich denke auch ohne Abstimmung sind wir uns alle einig, dass eine Zwiebel und Knoblauch mit rein muss. Ja, auf jeden Fall. Das mache ich dann noch nebenbei, okay? Jo, ich putze mal schnell die Champignons ab. Ihr seid voll die Auflauf-Community, ne? Also gut, wir lieben Käse ja genauso wie ihr. Könnt euch das nicht verübeln. Ja. Ich bin voll gespannt, ob Tomatensauce oder Sahne. Wofür seid ihr? Sahne. Tomate. Ich brate schon mal ein bisschen an, während ich den Rest schnibbel, blub, blub, blub. Ich komme aus dem Hinterhalt mit köstlichen Zutaten. Das ist okay. Leute, die aus dem Hinterhalt kommen, würden sie immer köstliche Zutaten bringen. Das dann wären sie nicht aus dem Hinterhalt. Und ich darf auch nur auf dem Hähnchenbrett schneiden, weil wir das nachher noch braten, okay? Also wenn man das Ganze roh verwenden würde, müsste man ein neues Brett nehmen. Und natürlich wird das noch ein Auflauf. Wir nehmen das jetzt nur zum Anbraten davon, weil in der Auflaufform. Wie willst du da anbraten, Freunde? Der gibt doch ja keinen Sinn. Und dann braten wir alles an. Und dann müssen wir warten, mit was wir ablöschen können. Sahne oder Tomate? Sahne oder Tomate? Was sagt denn der Zwischenstand? Der Zwischenstand sagt, es ist eine ganz schön traurige Angelegenheit. Boah, was ist das für eine Zwiebel? Mein Gott. Eine harte Zwiebel. Oha, 64% für Sahne und 36% für Tomate. Na, warten wir mal, wie es nach dem Anbraten ist. Rein mit dem Hähnchen. Das braten wir jetzt ganz kurz, ganz kräftig an und dann kommt es wieder raus. Wie wäre es, wenn wir es schon mal würzen? Salz! Es ist ja so ein bisschen wie die Orakel-Challenge, nur dass ihr unser Orakel seid. Habt ihr schon mal die Orakel-Challenge gesehen? Ich werde jetzt mal hier oben klicken. Jawohl. Übrigens, während wir hier unser Hähnchen würzen und machen und tun, könnt ihr mal die Glocke drücken und uns einen Daumen nach oben geben, dann verpasst ihr kein Video mehr. Pfeffer! Ich musste die ganze Zeit immer so ein bisschen komisch zur Seite gucken, weil Dschungel irgendwelche Zeichen geben wollte und ich so, hä? Runter! Und das Hähnchen sollte jetzt auch nicht ganz durchgegart sein, damit es im Ofen nicht trocken wird, sondern schön saftig bleibt. Ja. Okay, oder? Das reicht doch schon. Dann pack es mal hier rein, wir parken es mal. Pilzmarsch! Ich mach schon mal die Gnocchis auch auf. Gut. Die dürfen wir nämlich nicht vergessen, wa? Mhm. Unsere kleinen Kartoffelknödel. Wir haben die auch schon mal selber gemacht. Hier oben könnt ihr jetzt klicken. Oder so. Zatschen eine dazu? Ja. Was war das für ein Gemüse? Zatschen eine. Kennt man doch. Zucchini. Okay. So, wollen wir mal Zwiebeln und Knoblauch noch dazu schmeißen? Kommt, einer hat es schon vorbereitet. Und einer hat dran gedacht. Sehr gut. Yeah. Was sagt denn unsere Abstimmung? Das könnten wir doch jetzt schon mal rausfinden, weil wir müssen ja gleich ablöschen. Ich gucke, wie die Abstimmung ist. Oha, ihr habt entschieden und zwar 62% sind für Sahne. Ja, aber jetzt habt ihr noch was zu entscheiden. Sollen wir oben drauf Feta oder Parmesan machen? Käse in jedem Fall und ihr macht das jetzt mal. Wir machen die Soße und ich gucke derweil mal, ob ich was im Kühlschrank finde, was ziemlich gut zur Sahne passt. Achtung. So, Sahne geht rein. Guckt mal, was
ich gefunden habe. Eine Überraschungszutat aus dem Kühlschrank. Überraschend. Mensch, gibt's da vielleicht auch noch Bacon? Da müssen wir auch gar nicht abstimmen, weil es wären sowieso alle dafür. 100% für Zitronenabrieb. Also ich bin für Salz. Ein bisschen Pfeffer wäre vielleicht auch nicht schlecht. Welchen Käse hättet ihr jetzt, oder? Parmesan. Muskat würde da auch gut drin. Oh ja, Muskat. Bisschen Muskat. Geht, geht. Ich gebe schon mal die Gnocchi hier rein. Die brauchen wir jetzt auch nicht vorzukochen, weil die Soße ist so flüssig. Dann können sie sich so ein bisschen wie bei der One-Pot-Pasta so richtig schön damit vollsaugen. Ah, One-Pot-Auflauf. So. Quasi. Ich mache hier noch ein bisschen Muskatnuss rein für dieses Smack. Sehr gut. Denn wie jeder weiß, ist es das zweitbeste Gewürz der Welt. Und dann geben wir noch ein kleines bisschen Wasser dazu für den Gnocchi. Ich habe noch Chili gefunden. Wie wär's damit? Ja. Ja. So, feini. Ein bisschen Wasser. So, und jetzt würde ich sagen, ab in den Pot. Alles rein. Achtung. Aber einer muss es noch verteilen. Na gut. Muss nicht. Oh, oh. Doin, doin, doin. Ne, muss nicht. Ja, müssen wir nur darauf warten, was die Leute sagen. Während wir abstimmen, räumen wir auf. Muss nicht. Muss nicht. Können wir bitte abstimmen, wer aufräumen muss? Muss. Ich mach's. So Leute, ihr habt euch für Parmesan entschieden. Der wird jetzt gerieben und dann... Kommt der Auflauf in den Ofen und ihr könnt jetzt noch entscheiden, wer darf probieren. Sind es wir oder Jung und Flo? Gut, das war überhaupt nicht beeinflussend und ich würde sagen, ich halte mich jetzt mal zurück und reibe den Parmesan. Lieblingsmoment! Vier Käse? Dafür, Frage, also, dafür brauchen wir wirklich keine Abstimmung. Nee. Okay, Achtung, seid bereit für den kleinen Mini-Parmesan-Moment. Oh, und ein bisschen so untermatschen auch. Untermatschen? Ja, damit man die Gnocchi sieht. Wir tendieren ja dazu, so viel Käse auf unsere Auflaufe zu machen, dass man nicht mehr sieht, was drunter ist. Aber bei Parmesan funktioniert der Schnitt doch gar nicht richtig. Ja, aber wenn die Soße so parmesanisch schmeckt, boah. So, dann ab damit in den Ofen, in den Ofen, Ofen, Ofen. Und wir vertrauen auf eure Abstimmungskünste. Heiß. Gut, dann warten wir mal. So, das riecht gut, das sieht gut aus. Raus damit! Guck mal, wie es vor sich hin blubbert. Wow. Jetzt hat sich zu Ende geblubbert hier. Auflauf. Guck na, guck na, guck na. So, wir lassen es kurz abkühlen und in der Zeit gucken wir, ob wir probieren dürfen. Oder Joe? Und Flo. Hey Leute, es war super knapp, aber wir dürfen probieren. Yes! Und was wir jetzt final gemacht haben, könnt ihr am Sonntag auf unserem YouTube-Kanal sehen. Vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt und vielleicht darf Joe trotzdem probieren. Naja, mal schauen. So ihr Lieben, ich würde sagen, große Kelle in den Teller. Und wisst ihr, wer probieren darf? Oh yeah. Wir! Aber ja, knappe Geschichte. Ja. Und wären wir nicht so diabolisch, würden wir Chung probieren lassen, aber... Ha. Wir sind nicht so diabolisch. Hä, doch sind wir. Wir haben uns doch geeinigt, die Schurken zu sein. Und die Community hat abgestimmt. 3, 2, 1, go! Leute. Ach, John, guck nicht so traurig. Guck doch nicht. Hier, komm. John, komm her. Ich bin gnädig mit dir. Zitronig. Chililig. Ihr kaut noch, aber ist nicht so schlimm. Ich mache einfach weiter. Lecker. Das habt ihr sehr gut gemacht. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Falls ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, macht das auf jeden Fall jetzt. Genau, und das nächste Mal gibt es Pesto-Tomaten-Baguette. Also seid ihr wieder dabei. Mm, auch lecker. Bis dahin. Tschüss.